Moin Leute, die Lebensdauer bei E-Auto-Akkus ist ein erstaunlich emotionales Thema, wie ich selbst feststellen musste. Hier reichen die Sprüche von der Akku überlebt das Auto bis zu das lohnt sich nicht, da muss ich ständig den Akku tauschen. Ist echt alles dabei. Und beides würde ich unter dem Begriff Übergeneralisierung bezeichnen, also einfach gesprochen zu stark verallgemeinert und damit eher der Desinformation zuordnen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, um euch die Frage zu beantworten, wie lange halten die Dinger denn im Schnitt und wovon hängt das ab? Und dazu habe ich jetzt wirklich hunderte von Daten ausgewertet, zig Studien gelesen und versucht, ein paar Aussagen zu treffen. Und das war eine verdammt harte Arbeit, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Also viel Spaß dabei. Bevor ich euch die Messungen und die ganzen Recherchen zeige, erstmal so ein paar Background-Infos als Basis. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Dinge wie NMC, NCA oder LFP bereits kennt, überspringt das Kapitel einfach. Hier seht ihr jetzt, welche Dinge die Lebensdauer eines Akkus beeinflussen. Und ihr seht, das sind eine ganze Menge Dinge. Und zum Beispiel von der Außentemperatur über die Fahrweise bis hin zur Zellchemie ist alles Mögliche so dabei. Und die Zellchemie ist zum Beispiel extrem wichtig. Deswegen gehen wir mal ganz kurz darauf ein. Was bedeutet das? Ja, ganz einfach ist das quasi die Zusammensetzung der Kathode, also hier zum Beispiel NMC, das steht für die chemische Formel, die die Kathode beschreibt. Also Lithium, Nickel, Mangan, Kobaltoxid in diesem Fall. Oder LFP zum Beispiel, was auch viele von euch kennen, Lithium-Eisenphosphat. Ihr seht hier jetzt zum Beispiel auch LFMP und das ist total interessant, denn das ist eine sehr neue Zellchemie, die im Bereich der E-Mobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt und ich glaube, viele von euch kennen die noch nicht. In den nächsten Wochen gibt es dazu ein Video von uns, also um das auch nochmal näher zu beleuchten, also Abo bitte nicht vergessen. Auf dem Bild erkennt ihr aber auch, inwiefern die sich unterscheiden, also zum Beispiel hat LFP und LMFP eine höhere Lebensdauer, also Zyklenfestigkeit, als zum Beispiel NMC, das heißt, die können einfach öfter ge- und entladen werden. Ein Zyklus ist quasi einmal laden und wieder entladen. NMC aber hat zum Beispiel dafür eine wesentlich höhere Energiedichte, also bei gleichem Gewicht kann ich einfach mehr speichern. Konkret sind das 1,5 mal mehr als bei LFP zum Beispiel. Wie ihr in diesem Clip total eindrucksvoll sehen könnt, sind LFP-Akkus dafür thermisch wesentlich stabiler als zum Beispiel NMC oder ähnliche Akkus. Hier mit Lipol dargestellt. Sprich bei Beschädigung, Alter, Erhitzung oder Kurzschluss oder so gasen LFP-Akkus im Worst Case aus und dadurch ist die Reaktion wesentlich geringer als zum Beispiel bei NMC. Ich muss hier aber auch nochmal zur Vorsicht aufrufen, denn das Gas bei LFP-Akkus enthält je nachdem hohe Mengen von Wasserstoffen, kann auch trotzdem zur Explosion führen. Also hier immer noch bitte mit Respekt behandeln und für Lüftung sorgen. Also völlig ungefährlich sind die auch nicht, auch wenn es oft so dargestellt wird. So, und jetzt wieder zurück zu den ganzen Einflüssen. Das Fiese bei diesen ganzen Dingen ist jetzt halt auch noch, dass die sich alle auch noch gegenseitig beeinflussen. Also zum Beispiel führt ein größerer Akku bei gleicher Motorleistung zu einer geringeren Belastung für den Akku und so weiter und so weiter. Also ihr seht, das ist einfach unendlich kompliziert. In diesem Bild gibt es aber noch zig Querverbindungen und das jetzt alles zu diskutieren, ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist sogar, glaube ich, fast unmöglich, das alles zu untersuchen. Was wir aber können, es ist einfach mal abschätzen, was verschiedene E-Auto-Akkus für ein reales Leben erreicht haben und eine Hausnummer zu bekommen und auch einfach mal Studien anzusehen, die halt vielleicht verschiedene Aspekte mal genauer beleuchtet haben. Und genau das tun wir jetzt. Also das ist quasi der Akku-Gesundheitszustand in Prozent und meistens ist damit die verbliebene Restkapazität des Akkus gemeint. Also wenn der Akku zum Beispiel 100 Kilowattstunden am Anfang hatte, also als er noch ganz frisch war und dann nur noch am Ende nach, was weiß ich, x Kilometern 80 Kilowattstunden, dann hätte der einen State of Health von 80%. Ne? Wobei der State of Health nicht normiert ist, also es gibt teilweise auch andere Berechnungen. Das führt aber heute viel zu weit. Wir beschränken uns heute einfach mal darauf, weil das ist eigentlich das, was man meistens damit meint. Okay, aber was machen wir jetzt mit diesen Prozentwerten? Also ist der Akku bei State of Health 0% Schrott? Nein. Und das ist halt auch wieder ein Problem. Typischerweise würde man irgendwo zwischen 70-80% State of Health den Akku ausrangieren. Also bei 80% laufen zum Beispiel viele Garantien für die E-Auto-Akkus. 0% ist also nicht das Ende, sondern eher 70-80%. Das muss man halt auch wissen, um das zu verstehen. So, und auf der X-Achse seht ihr ganz einfach die gefahrenen Kilometer. Fangen wir mal mit der blauen Kurve an, denn das sind jetzt wirklich alle möglichen E-Autos ohne Tesla. Ich erkläre gleich
gleich, warum ich Tesla hier nicht reingenommen habe. Diese habe ich durch eine Umfrage in der Community, also bei mir auf dem Kanal quasi, von euch bekommen. Ich habe die dann aussortiert, gefiltert und so weiter und versucht daraus diese Kurve zu basteln und es ist erstaunlich gut gelungen. Und die Autos, die dabei waren, das seht ihr hier in der Liste. Also das ist jetzt wirklich ein krasser Schnitt durch alle möglichen Karren. Aber was sehen wir hier? Als erstes fällt die Kurvenform auf, also die starke Degradation am Anfang, so im Bereich von 0 bis 30.000 Kilometern ungefähr. Dann ein stabiler Bereich und dann relativ starker Abfall der Kapazität. Und in dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung wird das auch schematisch genauso gezeigt. Also ihr seht es hier auf dem Bild. Und das erscheint also hier, was ich jetzt hier gemessen habe, was wir hier darstellen, erstmal ziemlich plausibel, zumindest von der Kurvenform. So, jetzt gibt es aber noch die drei Kurven von Tesla, die ihr seht. Warum habe ich die jetzt extra dargestellt und nicht einfach mit in die blaue reingenommen? Ganz einfach, weil die Tesla-Community hier selbst mega geile Daten bereitstellt und ich diese einfach nochmal extra darstellen möchte. Also ich habe hier einfach eine komplett andere Datenquelle und deswegen halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, das hier jetzt nochmal gesondert darzustellen. Also und jetzt hier auch einfach nochmal Hut ab vor der Community. Das finde ich halt sehr, sehr cool, wenn man sich da sowas teilt und so. Das hilft halt allen weiter. Okay, das lässt jetzt aber auch Schlüsse zu, ob die anderen Daten plausibel sind oder nicht. Also die blaue Kurve, die ich jetzt quasi selber gemessen habe durch eure Daten. Die rote Kurve ist von einem Tesla Model 3 Long Range. Und soweit ich das nachvollziehen konnte, mit einem relativ großen NCA-Akku. Die grüne Kurve ist dann ein Model 3 Standard Range mit kleinerem Akku und hoher Wahrscheinlichkeit einem NMC-Akku. Etwas Unsicherheit bezüglich der Zellchemie habe ich halt, da die Akkus einfach bei einem Modell von Tesla über die Jahre immer angepasst wurden und es wirklich nicht ganz so einfach war, das jetzt hier so rauszulesen. Also die Punkte sind nicht ganz klar gewesen, deswegen ist das jetzt ein bisschen kleine Unsicherheit, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Die grüne, blaue und die rote Kurve seht ihr aber, dass sie ziemlich gut passen vom Verlauf. Ne? Also die Größenordnung passt gut zusammen, auch der Verlauf, also das ist zumindest mal, glaube ich, ein ganz gutes Indiz für die Schätzung, die wir hier haben. Die gelbe Kurve, das ist jetzt ein Tesla Model 3 mit der Zellchemie LFP, also Lithium-Eisenphosphat. Und hier scheint die Degradation des Akkus deutlich langsamer abzulaufen, was auch mit den Daten der Zellchemie oder mit den typischen Sachen, die wir da kennen, eigentlich auch völlig übereinstimmt. Also auch das scheint sehr plausibel, aber dazu gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Aber jetzt die große Frage, die uns ja jetzt interessiert, wie lange halten denn jetzt die Akkus eigentlich bei den E-Autos? Bei allen Autos, die jetzt auf NMC oder NCA-Zellen basieren, erreichen wir die 80% State of Health so ungefähr bei 260 bis 330.000 Kilometern im Durchschnitt. Wobei ich natürlich nicht genau weiß, ob die Kurven sich dann noch so ein bisschen nach unten beschleunigen kann. Also wir sind jetzt so gerade runter. Es kann aber auch sein, dass die dann noch rapide abfallen. Das wissen wir jetzt nicht ganz exakt. Also vermutlich wird die Schätzung vielleicht ein bisschen zu positiv sein. Realistisch liegen wir dann vielleicht bei 250 bis 300.000 Kilometer ungefähr. Falls man den Akku aber noch weiter fährt, also bei 80% State of Health halt nicht einfach sagt, der geht jetzt in was weiß ich wohin, dann hält er natürlich entsprechend länger. Also das ist jetzt immer so eine Hausnummer, wenn ich jetzt bis 70% fahre, habe ich wahrscheinlich nochmal einen guten Batzen mehr an Kilometern. So, die LFP-Zellen, also die gelbe Kurve, scheint deutlich flacher zu verlaufen und die Lebensdauer mit auch einfach erheblich länger zu sein. Aber die Daten waren jetzt nur bis 130.000 Kilometer verfügbar und danach waren kaum noch Messungen da, sodass man da eigentlich kaum noch sagen konnte, wie es da jetzt wirklich weitergeht. Ob das denn jetzt wirklich so flach bleibt, wissen wir nicht. Aber aus der Literatur heraus würde ich sagen, ja. Und die ganzen Daten stellen jetzt hier natürlich nur einen groben Schnitt da, aber denkt bitte an das Bild hier. Es gibt zigtausend Einflussfaktoren und die stecken hier alle irgendwie mit drin. Aber ich finde, das ist schon mal eine coole Hausnummer. So, und jetzt gucken wir uns nochmal ganz detailliert an, was den Akku eigentlich zum Altern bringt und was wir da eigentlich an Daten oder auch an Studien eigentlich so haben. Denn das ist eigentlich viel, viel interessanter noch. So, hier haben wir mal ein super spannendes Einzelbeispiel eines Tesla Model S aus dem Jahr 2014, also schon ein sehr altes Baujahr. Mit dem Ding hat Hans-Jörg von Gemmingen-Hornberg schon satte 1,9 Millionen Kilometer zurückgelegt. Und was total spannend dabei ist, er hat in dieser Zeit 4 Akkus verbraucht. Also im Durchschnitt sind es ca. 475.000 Kilometer pro Akku. Wobei der letzte, der eingebaut wurde, etwas länger gehalten hat, muss man jetzt auch ehrlich dazu sagen. Aber nehmen wir den Schnitt einfach mal an, um mal zu rechnen. So, und das ist jetzt schon erstmal eine ziemlich krasse Nummer, aber warum hat dieser Akku eigentlich so lange gehalten oder auch viel länger, als wir eben es gesehen haben? Zu 100% wissen wir das nicht, aber es gibt ein paar spannende Indizien, die uns hier vielleicht irgendwie interessant sein könnten. Das erste war, die Belastung war sehr niedrig. Also er hat jetzt hier einen Verbrauch von 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und hat eine sehr, sehr schonende Fahrweise, hat gesagt, dass er maximal 120 km/h gefahren ist und damit einfach eine niedrige Belastung des Akkus und das dauert die Lebensdauer des Akkus auch relativ stark. So, was aber wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, er hatte einen SOC, also einen State
Rate of Charge zwischen 80% und 20%. Das bedeutet, er hat den Akku nie vollständig geladen oder entladen. Also er hat immer so ein bisschen oben und unten was übrig gelassen. Und das sorgt für eine erstaunlich gesteigerte Lebensdauer des Akkus. Schaut euch mal die Ergebnisse dieser Studie hier an. In schwarz seht ihr zum Beispiel getestete Lithium-Mangan-Oxid-Zellen, was zugegebenermaßen eine sehr exotische Zellchemie ist, aber die Messungen sind super spannend und geben uns schon mal eine Idee. Zu LFP kommen wir gleich auch noch. Okay, diese LMO-Zelle wurde jetzt immer von 100 auf 25 G und entladen, also hoch auf 100, wieder auf 25 runter. Und weist im Vergleich zum Beispiel zu der grünen Kurve, die nur von 85% bis 25% G und entladen wurde, fast 5% weniger Degradation aus. So, 5% klingt erstmal wenig, aber denkt man sich jetzt die Linien einfach mal weiter, da sprechen wir von ungefähr 2000 Zyklen mehr. Und in diesem Fall wäre das also als ungefähr das 1,5-fache an Lebensdauer. So, und das ist natürlich schon krass. Man darf aber auch hier nicht vergessen, ne, dass man etwas weniger Energie entnimmt, weil ich nehme ja nicht den ganzen Akku, ich nutze dann ja weniger und das heißt, ich brauche möglicherweise auch mehr Zyklen, um dann dieselbe Kilometeranzahl zu bekommen halt, einfach weil ich weniger dem Akku entnehme. So, und wie sieht das jetzt zum Beispiel mit LFP-Akkus aus? Also der Zellchemie, die in vielen heutigen Teslas zu finden ist und die eigentlich als extrem langlebig gilt. Das hier ist ein Alterungstest eines Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Dann die Temperaturen, die wir hier hatten, sind ein bisschen speziell, also auf der linken Seite haben wir jetzt hier 55 Grad, das ist eine sehr hohe Temperatur und auf der rechten Seite haben wir jetzt irgendwie minus 20 Grad. Ich glaube, minus 20 Grad ist jetzt für uns ziemlich uninteressant, weil das ist wirklich so ein Extremfall. Die roten Linien sind jetzt die Entladetiefe bis zu 100%. Also da wurde der quasi vollständig entladen und geladen. Also wirklich 100% hoch und runter. So, und die schwarze Linie, die ihr da drunter seht, dann nur noch bis zu 50% entladen, also bis 100% geladen, 50% entladen, 150, 150, immer hoch und runter. So, und gestrichelt ist dann nochmal ein anderes Lade- und Entladeprofil, das ist jetzt für unsere Betrachtung einfach mal egal. So, und was wir jetzt hier sehen ist, dass die 50% Entladetiefe eine deutlich längere Lebensdauer aufweist, ja. Ob das jetzt bei moderaten Temperaturen genauso aussieht, das ist natürlich jetzt hier unklar, das wissen wir nicht. Aber dass die Entladetiefe gar nichts ausmacht, ist definitiv falsch. Aber, da kommt noch ein kleines Aber dazu, wie wir eben gesehen haben, ist die Lebensdauer von LFP-Zellen an sich wirklich enorm. Ja, möglicherweise macht es dann auf die Lebensdauer der Zelle im Akku gesehen dann wirklich fast keinen Unterschied mehr, einfach weil die Zelle durch das Zyklen kaum noch altert. Ja, die restlichen Materialien, aus der die Zelle ja besteht, aber schon. Das heißt jetzt einfach gesprochen, so eine LFP-Zelle würde vermutlich vor dem Zyklentod eher ihren Alterstod sterben. Also zumindest erscheint es mir nach den Daten, die ich jetzt hier gesehen habe, so. Und das heißt, die Aussage macht nichts aus, ist vielleicht indirekt dann doch korrekt. Ist jetzt wirklich hier schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall durchaus im Bereich des Denkbaren. Okay, Schnellladen. Zum Schnellladen konnte ich jetzt für dieses 1,9-Millionen-Beispiel keine Daten finden, aber allgemein gibt es da schon Daten und der Einfluss ist auch ziemlich krass. Und dazu kommt's, da kommen wir jetzt im nächsten Kapitel zu. So, und jetzt nochmal zu dem Spruch, der Akku überlebt das Auto. Das wäre jetzt zumindest für dieses Einzelbeispiel ganz klar falsch, weil das Ding jetzt einfach schon 4 hinter sich hat. Es mag aber Beispiele geben, wo es vielleicht sogar steht. Deswegen meinte ich Übergeneralisierung, das heißt, es ist zu stark verallgemeinert, da muss man das genaue, da muss man einfach genau den Akku betrachten, was der erlebt hat und so weiter und dann kann man erst eine Aussage treffen. So, wie viel macht Schnellladen jetzt aus? Ne? Ebenfalls eine sehr schwierige Frage, aber total interessant. Also zieht euch mal dieses Diagramm einer Samsung SDI 94 Amperestundenzelle rein. Und das ist jetzt wirklich so ein typischer NMC-Akku, der in modernen E-Autos zu finden ist. Und was sehen wir hier? Unten auf der X-Achse seht ihr die Zyklenanzahl. Also so oft wurde der jetzt geladen und entladen. Ein Zyklus ist immer einmal laden, einmal entladen. Und auf der Y-Achse ist die Restkapazität in Prozent. Also quasi die Degradation der Zelle. 100% wäre quasi noch neu und dann geht's halt runter. Und die verschiedenfarbigen Kurven, die stellen jetzt den Anteil an sozusagen Fast Charge dar, also Schnellladen. Ja? Im übertragenen Sinne, das ist jetzt nur eine Zelle, das heißt, das ist jetzt nicht wirklich Fast Charge, aber nur so ungefähr kann man sich das jetzt hier denken. Also bei 0% wurde die Zelle quasi immer ganz normal und langsam geladen und bei 100%, also die orangene Kurve, dann immer bei 500 Watt geladen. So, und die Farben dazwischen sind dann irgendwie anteilig, ne, dazwischen. Das ist natürlich jetzt auch ein Labortest und nicht zu 100% mit der Realität in einem E-Auto vergleichbar.
vergleichbar. Aber das gibt uns schon mal einen echt guten Eindruck, was da eigentlich so passiert. Und wir vergleichen es auch noch mal gleich mit einem realen Beispiel. Bei 0 und 5 und 10% Anteil an Fast Charge, ich nenne es jetzt einfach mal so, sieht man jetzt hier eigentlich gar keinen Einfluss. Und das fand ich schon mal spannend. So bei 20-30% Anteil sieht man dann aber schon eine schnellere Degradation. Das ist nicht krass, aber ein bisschen. Und bei 100%, da geht es dann wirklich richtig bergab und da haben wir auf einmal eine deutlich beschleunigte Degradation. Im Vergleich zu den niedrigen Laderaten bis 30% würden die 100% Fast Charge in diesem Test also ungefähr den Faktor 3,3 schneller altern, so ganz grob mal geschätzt. Das ist aber auch wirklich eine krasse Hausnummer. 3,3 ist schon eine Menge. Aber, und das muss man auch dazu sagen, bis zu 30% passiert hier praktisch gar nichts. Also das ist natürlich auch wieder eine gute Nachricht. So, und das lässt jetzt die These zu, hin und wieder mal Fast Charge zu machen oder halt jetzt auch regelmäßig, solange es jetzt nicht nur das ist, ist eigentlich relativ egal. Aber wenn man es nur noch machen sollte, dann wäre es vielleicht dann doch ein Problem. Schauen wir uns aber mal ein reales Auto an, ob wir da irgendwie was erkennen können. Und scheinbar brauchen wir hier jetzt eine sehr hohe Fast Charge Rate, damit man überhaupt was messen kann. Das war jetzt die Aussage aus den ganzen Dingen, die ich euch eben gezeigt habe. So, mein YouTube-Kollege, der sich Tesla Björn nennt, hat hier ein echt spannendes Auto messen dürfen, und zwar ein Model 3, was als Taxi unterwegs war, und das hatte sage und schreibe 93% Fast Charge hinter sich, also fast nur Fast Charge. So, und circa 96.000 Kilometer gefahren. Und das Krasse war jetzt bei dem Beispiel, dass die Akkudegradation hier erschreckend hoch war. Bei den Tesla Model 3 Long Range Messungen aus meinen vorherigen Daten, also die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe, kam ich hier auf ungefähr 325.000 Kilometer Reichweite, bis der Akku bei ungefähr 80% State of Health war. So, das heißt durchschnittlich 325 Kilometer, 80% State of Health, das kam eben raus. Und bei dem Beispiel ist es so, dass wir jetzt hier bei 93% Fast Charge ca. 110.000 Kilometer haben, bis ich die 80% State of Health erreicht habe. Also der Durchschnitt hat eine 2,9 längere Lebensdauer in Kilometern als dieses Fast Charge Auto. Und das passt eigentlich erstaunlich gut zu diesen 3,3 aus von den Samsung Akkus, die ich euch eben gezeigt habe. Und das ist jetzt auch wieder kein absoluter Beweis, aber die Daten passen zumindest zueinander. Und ich denke, dass das hier durchaus ein Indiz ist, dass Fast Charge, wenn man es wirklich exzessiv betreibt, durchaus das Leben, die Lebensdauer eines Akkus verringern kann. Und zwar auch stark. Das sollte man wissen. Wenn man es aber moderat betreibt, glaube ich, ist es wirklich scheißegal. Also das ist halt auch eine ganz spannende Aussage, finde ich. Okay, das war ein Haufen Arbeit. Ich habe jetzt hier wirklich zig Daten ausgewertet. Ich habe wirklich extrem viele Paper gelesen, aber ich finde, dass es sich jetzt insgesamt gelohnt hat. Auch wenn es natürlich noch viele offene Fragen gibt, so finde ich, hat man doch jetzt hier schon mal einen guten Überblick bekommen. Und ich finde, wir konnten auch einige Fragen beantworten. Also mir persönlich hat es definitiv geholfen, die Alterung von E-Autos besser einzuschätzen. Und unterm Strich würde ich jetzt sagen, so wirklich ein Problem ist das nicht. Panische Angst vor dem wirtschaftlichen Akkutod muss man, glaube ich, überhaupt nicht haben. Das ist, glaube ich, echt Quatsch. Aber ein paar Hinweise, wie man den Akku pflegen sollte, gibt es dann auch halt wieder. Also das ist, glaube ich, eigentlich eine relativ entspannte Sache jetzt. Okay, bis dahin, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.